Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge TPP Trivelos Modpack. Und natürlich ist auch der Modpack-Ersteller da. Was TPP? Ja, genau. Und er hat mir auch gleich irgendwas hergeworfen. Und natürlich sind auch der Crazy und der Dosch noch hier anwesend. Hallöle. Hallo. Oh Mann, nicht so zaghaft, Jungs. Mensch. Hallo. Ja, das ist gut. Alter. Wer war das jetzt? Ja, da muss ich mal ein bisschen näher ans Mikro gehen für. Okay, du hast mir jetzt Industrial Hemp und Sticks zugeworfen. Für was? Eine Windmühle. Eine Windmühle, okay. Kann ich da auf Utils gehen und dann... Nee. Nö, du kannst Add Immers eingeben. Add Immers. Also, ja, das reicht dann schon. Dann ich hoffe, das da ist... mit Doppel-M wahrscheinlich, ne? Ja. Leckt der Server gerade oder lecke ich? Waterwheel. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ah, okay. Das heißt, die Improved Windmill Blades und die Alter. Ja, ich war ja nicht so, ne? Ja, ja. Okay, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hab dir was vorbereitet. Was hast deswegen du vorbereitet? Deswegen sag ich. Nein! Okay. Ich versuche einfach mal gerade wieder auf dem Server zu joinen. Ja. Gibt gerade keinen. Kann ich hier überhaupt auf den Server so joinen? Das ist mal gerade eine gute Frage. Ich komm in TS nicht rein. Lass die Aufnahme weiter laufen. Ah, okay, das gibt gerade keinen. Gut. Komm ich denn auf einen anderen TS gerade? Was ist das für einer? Alter, das bist du? Okay, das ist interessant. Oh scheiße, was ist das für einer? Alter, das bist du? Das waren 6. Bin wieder da. Frag mich nicht, was das war. Ich konnte auf den TS gerade nicht joinen, auf jeden anderen ging. Und vom Server bin ich instant wieder runtergeflogen. Joa, ist so, ne? So. 1, 2, 3 von denen und dann die noch, genau, und dann kriegen wir auch die Windmill Blade hin und dann kriegen wir auch die nochmal hin. Ja, wunderbar. Die hier drumrum und das müsste ja auch mit Tinkers Construct Eisen gehen, ja genau. Mechanismus ist das. Improved Windmill. Da haben wir sie. So und jetzt? Ja, jetzt musst du das Ganze schön nach oben irgendwo anbringen. Aber du musst ja auch einen Block haben, in dem du die Energie abführst. Ja. Und dafür brauchst du den Kinetic Dynamo. Kinetic Dynamo. Kinetic Dynamo. Wie sieht denn der aus? External Heater, Item Router? Nee. Radiator? Oh, ein Scaffolding gibt's auch, ja. Alter, ich gebe das selber. Kinetik, ne? Kinetik. Ja, genau. Da. Kine. Okay. Copper Wire Coil. Copper Wire Coils. Copper. Und Stick. Wollte mal ein bisschen Kupfer. Alles easy bauen. Ja, ja, klar. Okay. Das so. Was brauchen wir denn dafür? 8. Hier kriegst du raus. Okay, das heißt nur 2 von denen. Hä? Kann ich jetzt so nicht drauf antworten im Twitch-Chat, weil das ist ja noch ein bisschen für die Zuschauer geheim, aber ich freue mich drauf. Ne, jetzt schon wieder. Verdammt, ich habe den Chat nicht an. Kann ich dir nach der Aufnahme erzählen. Okay. So, das ist dann erstmal das Ding. Hopp, hopp, hopp. Copper Wire Coil.
Dann brauchen wir nochmal 3 Eisen, 2 Redstone. Redstone und 3 Eisen. 3 Stück, genau. So. Mal zusammen craften hier. Lumbe. So, Kinetic Dynamo. Schön, Hammer. So, den stellen wir jetzt einmal hin, da will ich dir nämlich mal was zeigen. Okay. Da was dran erklären. So, dieser Block, formschön wie er ist, hatte einmal die Eigenschaft, dass der hier Strom aufgenommen hat und gegenüber. Okay. Die Teilplatte hier gegenüber, die wurde in dem letzten Update zu 044 eingefügt und die Leute sind da nicht drüber gefallen, teilweise. Ne? Mhm. Und du musst halt die Windmühle da anbauen und hier okay. drauf nimmst du den Strom ab. Wollen das ja mal auf. Worauf? Die... Ja, von oben. Achso, okay, nur von oben. Ja. Ja, super. Kann man den Block drehen, dass man da. Oh, Entschuldigung. Kann man den Block drehen, dass es dann auf und unten kommt, oder? Nein, wir machen das ein bisschen. Wir machen das ein bisschen. Ja, ein bisschen tricky, sag ich mal. Wir okay. nehmen nämlich den Mod dafür. Dafür baust du dann jetzt nochmal einen LV-Wire-Connector. LV-Wire-Connector. Da brauche ich nochmal harten Clay. Oh je. Harden Clay. Ja gut, ja, Ton, ne? Klar. Ja, klar. Ja, macht Sinn, ne? Ja, ja, genau. Hm? Dann brauchst ja. du halt noch ein paar Copper Coil. Dann weiß ich nicht, ob du... Ne, Copper Ingots. Copper Coils brauchst du in dem Falle noch, weil du willst die Elektrizität dann ja noch wegbekommen. Ach so, ah, okay. Also Copper Wire Coil. Ja. Das ist halt das Geile an. Darfst jetzt nur nicht höher als möglichst 15 Blöcke bauen. Weil okay. bei 15 Blöcken, also ab dem 16. Block, ist das nämlich so, dass ein Verlust eintritt. Je nachdem, was du für eine Leitung nimmst, ist der Verlust umso höher. Okay. Ich glaube, da gibt es gerade bei mir keinen mehr. So, ich habe jetzt 8 LV-Wire-Konnektoren. Krass. Ja, ja. Was ist bei dir los, Dosch? Ja, wieder gekickt, wieder Java-Error. Ausgeflogen oder was? Ja, ja. Internet schon mal. Ich mal eben gerade gucken. Das ist mit einem Stone. Wenn wir einmal hier so ein bisschen halt Mod-Showcasing machen. Wo bist denn du jetzt? Ich baue gerade noch eine Kleinigkeit dafür, für den Mod, weil ich nicht 100% weiß, ob wir die Energie gleich ganz normal abgeführt kriegen oder ob wir dafür sowas hier brauchen. Ui. Du, geil, ne? Wooden Post. Pass mal auf, wird noch besser. Okay. Nein, damit war es nicht. Verdammt. Momenten. Aber ich brauche noch ein paar Coils, hast du gesagt, gell? Ja, ja. Okay, mach ich schon mal. War das mal so? Hey, ich habe mir was. Ich hab mir was merken können. Konnte man denn den Post noch rausziehen? Hast du den Hammer davon noch? Von dem Mod? Guck mal, der hängt daneben, wenn du die Tür reingehst, auf der rechten Seite. Was habt ihr denn da aufgebaut? Geil, ne? Ich sehe hier nur eine riesenlange Stange in den Himmel. Also, nevermind, das war mein Wegpunkt. Hier ein Carpenter-Hammer, ja. Ach, da. Ja. Hab ihn. Okay. Ich weiß halt nicht hundertprozentig. Ja. Ja, cool. Hochspannungsleitung oder was? Ja, genau. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das sieht echt geil aus. Och, das hätte ich gern bei Railcraft. Deswegen ist Immersive Engineering in mein Modpack reingekommen. Wegen solchen Sachen. Das ist richtig geil. Wegen solchen Dingen. Kannst du da auch noch Lampen oder sowas dran hängen? Nee, schade. Aber du kannst diese Wire da oben ran machen. Ja. Probier sie mal. Wohin dann? Nee, nicht, dass ich die Wire. Moment, diesen LV. Kapazitor. Ach so. Der müsste oben ran gehen. Ach so, ja. Hier, die. Ha! Wie geil ist das denn? Pass mal auf, jetzt setz mal hier unten einen hin. So, und jetzt nimmst du das Wire in die Hand. Und dann markierst du den hier unten mit Rechtsklick. Ah. Und dann nimmst du, genau. Ach, wie cool. Wie cool ist das denn? Kann man damit... Oh ja, das geht.
Oh, wie geil. Mhm. Wie geil ist das denn? Da kriegst du bestimmt auch Stromschläge, oder? Nee, leider nicht. Nee? Kommt vielleicht. Leider nicht. Aber leider verbindet der sich hier hinten nicht hundertprozentig. Ja. Den wie kann ich jetzt die Kabel wieder abbauen? Gar nicht, ne? Einfach den Block wegschlagen. Ah, okay. Der Mann hat einen Revolver. Der Mod hat einen Revolver dabei, aber soweit den zu testen war ich noch nicht. Kann ich also noch nicht so viel sagen. Gib mir doch mal bitte einen von den LV-Dingern. Ich möchte das mal einmal ausprobieren. Christian, wo bist du? Ein bisschen weit weg. Ich will für die nächste Folge würde ich mal gerne den Revolver testen. Bist du dabei? Das verbindet sich. Ja, das ist cool. Ja, dann kannst du halt hier richtig Hochspannungsmastenapparate bauen. Oh, wie geil ist das denn? Kann man das noch höher bauen, oder? Ich würde sagen, das reicht eigentlich an Höhe, ne? Ja, doch. Ich weiß nicht, ob da noch welche mit Stahl gehen oder so. Ja, bestimmt, ne? Das ist jetzt ein Post. Wenn ich mir den angucke, der wird nur aus Treated Wood Fence und einem Stone Brick hergestellt, ne? Wer, der Post? Ja. Das sind zwei Zäune und ein Stone Brick, ja. Ja, sag ich doch. Ja, genau. I war das, gell? I. So, einige Sachen sind drin. Einige Sachen sind drin, die haben noch keinen Nutzen. Da soll noch ein Nutzen kommen. In der Version 5 kann ich wohl schon mal sagen, laut GitHub kommt ein Lichtbogenofen mit rein. Ui, fett. Oh, ein Trafo gibt's auch. Von LV auf MV. Okay. Ja, die Dinger, wenn wir die Dinger anbauen, Alter, dann werdet ihr noch eure Freude haben, weil die Dinger sind dann wieder so fett geil, Alter. Ja, wie gesagt, du kannst das Ding jetzt du kannst eine Leitung 15 lang legen, dann beginnt der Verlust. Also viele Weise, wie und wo du die Windmühle hinpackst. Das ist erstmal ein Block finden, wie? Mit was? Denn, das ist erstmal Holz, ne? Meine Idee wäre halt sowas. Ich flieg wieder. Hin und nach dem Ziehen irgendwie in Dominic Expansion, whatever, reinzugehen. So dass man dann danach halt etwas verlustfreier arbeitet. Das wäre so mein Grundgedanke. Ja. Du kannst auch in dem Mod gibt es noch, kann ich mal erzählen, da gibt es einmal Copper Wire Coil. Ja. Das Copper Wire Coil ist halt für Low Voltage. Dann gibt es das Electrum Wire Coil, das ist für High Voltage. Und dann gibt es noch einmal für Medium. Medium Voltage, Middle Voltage, ich weiß nicht, MV halt. Und dann gibt es noch High Voltage Wire Coil. Okay. Die sind klar, ne? Wenn er nachher mit Stahl und Aluminium gemacht. Dann gibt es noch. Großes Ding. Dann gibt es noch Hemp Rope. Ja. Ja, die ist geil, ne? Die ist richtig geil. So. Ich habe jetzt da oben so einen LV-Wire-Connector dran gemacht, ne? Das war ja richtig. Wollte richtig sein. Also ich meine nicht, dass der Apparat irgendwie HV produziert. Also es wäre mir neu. Ja. Ja, wie gesagt, du hast noch die Möglichkeit, so eine Leinen zu faken, indem du Hemp Rope Coil nimmst oder Steel Cable Coil. Wobei Steel Cable Coil ist zum Faken zu teuer, weil dieses Hemp, dieses Industrial Hemp, das wächst halt sehr flauschig. Sehr flauschig. Oh, das verbindet sich sogar hier. Krass. Was halt hätte ich. Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen am überlegen, wie man das vielleicht ein bisschen geschickter anbringen könnte. Dass es wenigstens auch noch was aussieht, weißt du? Ja. Wie kriegt man diesen Industrial Hemp? Einfach Gras kaputt machen, oder? Ich habe schon ein Feld angesetzt. Also. Das war das, was ich in der allerersten Folge von der heutigen Aufnahmesession gemacht habe. Da bin ich ja losgelaufen und habe Gras geschlagen, um an die Seed zu kommen. Also wer sich mein Modpack zieht von den Anwesenden, einfach Gras schlagen, da muss kein Retro gehen oder sonstiges ran. Ich glaube, ein Erz habe ich erlaubt, das sonst, genau, Bauxitohr sollte... du kannst gerne mal schauen, was in der 5.0 drin ist, Kannemann. Bauxitohr habe ich zusätzlich mit reingenommen und das Nickel...
Weil mit dem Ferrus, was jetzt so von, wie heißt es, Thermal Expansion. Das fährt aus. Halt spawnt, das wird zu wenig. Ja. Ich bin sowas von begeistert. Das habe ich mir gedacht. Ich war von dem Mod auch. Erst habe ich gedacht, so, es war halt bei Xnet. Was für ein Scheiß. Ja. Den ganzen Kram angeguckt und habe gesagt, dann ist bestimmt wieder irgend so ein OP-Kram, ne? Ist bestimmt wieder total overpowered und so. Und dann habe ich ja halt ein bisschen mit dem Mod herum experimentiert. Erst mit der Version 043. Da fand ich es den Energie-Output übertrieben. Ja. Ach, der Kannemann hat die 5.0 schon. Ja, sauber. Ins Modpack einbauen, ins Modpack einbauen. Aber sofort. Ja, und dann, wie gesagt, es wurde halt ein bisschen dran rumgedreht an, an dem Energieoutput. Und der wurde so weit reduziert, dass ich gesagt habe, ja geil, das ist richtig cool. So, und dann in dem Buch, da sind noch Maschinen drin. Alter, da fällt dir ein Ei aus der Hose, wenn die Dinger stehen. So, Dieselgenerator und dann Gregtech lässt grüßen, ein Lightling Rod. Okay. Lightling Rod wird aus vier. Nee, aus. Okay. Und dann meine ich, brauchst du da noch irgendwie so ein. Nee, dann Hammer rauf und dann fertig. Und das ist halt wie bei Gregtech. Ja, wie gesagt, dann gibt es noch einen Dieselgenerator. Das Ding habe ich mir mal zusammengebaut. Ey, ich habe gedacht, was ist das denn? Erstmal, wie die Maschine aussieht, ist schon mal geil. Dann, wie die Maschine. Jetzt bitte nicht mehr. Warte, was? Nee, da muss ich ins Buch gucken. Da gibt es eine Maschine, da habe ich echt gedacht, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt bin ich absolut überzeugt. Und zwar gibt es hier einen Crusher. Dafür braucht man, Nein! Okay, das war's dann jetzt für mich. Also, ich werde dann jetzt hier diese Folge beenden. Mir reicht es gerade, das ist heute nicht feierlich. Auf jeden Fall. Dieser Materie gerade, den hier Drehblock zeigen, ist, Sieht mal krank aus. Hi. Ja, Bibi. Hi. Ich möge mich mal ganz kurz. Der soll auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall Immersive Engineering, wollte ich gerade sagen. Ist ein Mod, der könnte mir echt gefallen. Also mit dem werde ich echt mal was machen. Ich habe mir gerade mal so schon mal ein paar Sachen angeschaut. Ich werde nachher dann mal so ein Hemd. Industrial Hemd oder was gerade war, werde ich mal anlegen. Dann arbeiten wir mal zusammen. Dann arbeiten wir mal damit was zusammen. Also generell habt ihr jetzt mitbekommen, die ersten Folgen waren dann nicht so ganz techniklastig. Da wollte ich mich jetzt mal langsam so ransetzen, was? Wollte erstmal so das Lager ein bisschen was auf Vordermann bringen. Ich wollte so ein bisschen zeigen, dass ich ein Haus bauen kann. Ja, ich würde sagen, dann heißt jetzt allen in den ersten Folgen so. Was? In den ersten Folgen seid ihr jetzt was? Was? In den nächsten Folgen fangen wir dann mal was mit ein bisschen was Technik an. Ich kann schon gar nicht mehr reden, ich bin da gerade echt K.O. Auf jeden Fall, ich fange jetzt was mit Technik an und würde dann sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und entschuldige, dass dieses Disco-Spiel heute war. Ich kann gar selbst nichts für. Gut, dann in diesem Sinne, schaut bei Streetinger vorbei, schaut bei Drehblock vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.